Unerzählte Geschichten, ungehörte Stimmen, unsichtbare Frauen. Unter diesem Slogan entstand der Adventskalender zum Hinschauen der diesjährigen Adveniat-Aktion in Münster. Geschichte ist von männlich gelesenen Personen geschrieben. Doch dass weiblich gelesene Personen die Geschichte ebenso maßgeblich geprägt haben, bleibt oft ungehört. Aus diesem Grund will das Projekt diesen Frauen Sichtbarkeit verschaffen. Auf kreative Art und Weise werden dabei im Besonderen lateinamerikanische Frauen vorgestellt, ohne die unsere Welt nicht so wäre, wie sie ist. Wir waren vor Ort und haben mit zwei Organisatorinnen gesprochen. Anne van Wegen von der Fachstelle Weltkirche des Bistums Münster und Eva Maria Kösters, Referentin von der KSHG Münster. Die beiden erzählen uns, welches Ziel sie mit diesem Projekt anstreben. Genau, das Projekt heißt ja Unsichtbare Frauen und das Un in Klammern. Viele Frauen haben irgendwie Großes geleistet, aber trotzdem wurden nur die Männer im Vordergrund gestellt und das ist total schade. Und das Ziel ist eben, wie es schon im Titel steckt, unsichtbare Frauen, also Frauen mehr Sichtbarkeit zu verschaffen. Das sind Frauen, ohne die die Welt heute nicht wäre, wie sie ist, und sich das einfach klar zu machen und seine eigene privilegierte Situation zu hinterfragen, finden wir total wichtig. Dafür wollen wir Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit schaffen. Und dass es einfach ja wichtig ist, für Themen einzustehen, sich solidarisch zu zeigen, sich Verbündete zu suchen und den Mund aufzumachen und nicht leise zu sein. Da der Rahmen bereits durch die Adveniat-Aktion vorgegeben war, liegt der Fokus besonders auf der Sichtbarkeit lateinamerikanischer Frauen. Bei der Umsetzung des Projekts wurden die Organisatorinnen tatkräftig von Studierenden aus Münster unterstützt, die maßgeblich zur Gestaltung des Adventskalenders beitragen. Doch da wir hier in Münster eine ganz andere Situation erleben als die Frauen in Lateinamerika, stellt sich die Frage, inwiefern eine Umsetzung möglich ist, die sich nicht nur auf einzelne Personen, sondern die gesamte Gesellschaft bezieht. Die Frauen, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben, die haben verschiedenste Geschichten, Schicksale erlebt. Also da sieht man ganz stark, wie sich das Thema auf deren Biografien ausgewirkt hat. Ich glaube, ganz viel passiert ja auch strukturell, also dass man dann nicht an sich glaubt und Dinge, die man eigentlich kann, hinterfragt. Denn diese Unsichtbarkeiten betreffen nicht nur einzelne Personen, sondern uns als gesamte Gesellschaft. Die geschichtliche Unsichtbarkeit weiblich gelesener Personen darf nicht mehr in den Hintergrund gerückt werden. Sie muss präsent sein. Das Erschreckende ist eigentlich, dass die Texte, die wir teilweise aus dem 15. Jahrhundert gelesen haben und die Texte, die wir heute dazu lesen, sehr hohe Überschneidungen haben. Also, dass die Themen immer noch die gleichen sind, wir natürlich heute an einem anderen Punkt sind, aber es eben auch noch sehr viel getan werden muss. Mit diesem Projekt setzt sich eine Gruppe junger Frauen aus Münster für die Sichtbarkeit starker, lauter, inspirierender Frauen ein. Genau, der Adventskalender geht vom 1. bis zum 24. Die ersten 12 Tage werden auch an den Dom projiziert, also gerne einfach zwischendurch vorbeifahren, jeden Tag ab 16.30 Uhr. Genau, und die Postkarten, die sind total zeitlos, da steht nirgendwo 1. Dezember oder erstes Türchen oder zweites Türchen drauf. Das heißt, man kann sich ein Set kaufen und das ganze Jahr über verschicken und genau damit tolle Frauen in die Welt hinausschicken.